Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede Gottes sei mit euch. Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Liebe Gemeinde, mit diesen Worten aus dem Evangelium nach Johannes begrüße ich Sie herzlich zum Semestereröffnungsgottesdienst hier in St. Katharinen und im Livestream daheim oder unterwegs. Es ist gut, dass wir zusammenkommen, das Neue gemeinsam beginnen, Gott um Segen und Gelingen bitten und auch das zur Sprache bringen, was uns in dieser Welt umtreibt. Wir bitten Gott um Frieden und Einsicht unter den Menschen. Der Menschensohn muss erhöht werden, sagt Christus von sich selbst und begibt sich in die Mitte der Menschen hinein, wird hochgejubelt und fallen gelassen. Er lernt diese Menschen kennen, gefühlsaufgeladen, wie sie sind. Wir müssen reden, lautet der Titel der Universitätsgottesdienste in diesem Semester, in denen wir uns Menschlichem und allzu Menschlichem im Spiegel der Psalmen widmen wollen. In der beginnenden Karwoche steht der Psalm im Mittelpunkt, dessen Worte der Gekreuzigte selbst sprechen wird, um seine Verlassenheit laut werden zu lassen. Und dazu tritt die nachdenkliche Motette Johann Sebastian Bachs, die in trotziger Hoffnung an diesem Christus festhält, Jesu, meine Freude. Dass Johann Frank bei den Textzeilen, die Bach seiner Motette zugrunde legte, das Leid des 30-jährigen Krieges vor Augen hatte, mag man mithören in dieser Zeit. Ein herzlicher Dank gilt allen Mitwirkenden, den Musikerinnen und Musikern, den Studierenden, dem Team von St. Katharinen und insbesondere den für das Streaming Zuständigen. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst. Psalm 22 und Dorothee Sölle. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du fern, meinem Schreien und Klagen, meinem Aufschreien, meiner Sprachlosigkeit? Meine Eltern, meine Urahnen, sie sagten, ihm kannst du vertrauen. Er ließ uns entkommen. Der tut, was er sagt. Die waren deiner schamlos sicher. Gib mir die Gabe der Tränen, Gott. Gib mir die Gabe der Sprache. Befreie mich von meiner Mutter, Tochter. Führ mich aus dem Lügenhaus. Wasch meine Erziehung ab. Schleif meine intelligente Burg. Doch ich bin ein Wurm, kein Mensch. Mit ihren ledernen Stiefeln zertrampeln sie mich und lachen sich tot. Er hat doch einen Gott. Ich wurde geboren und in deine Hände gelegt. Du bist mein Gott,
von Mutterschoß an. Weißt du es noch? Ja, du weißt. Gib mir die Gabe der Tränen, Gott. Gib mir die Gabe der Sprache. Reinige mich vom Verschweigen. Gib mir die Wörter, den neben mir zu erreichen. Wie kann ich reden, wenn ich vergessen habe, wie man weint? Versteck mich nicht mehr. Die Menschen lachen mich aus. Das Volk verachtet mich. Alle, die mich sehen, lachen, entrüsten sich, lassen sich aus. Der soll seine Sorgen auf Gott abschieben. Sein Gott soll ihn herausreißen. Gott von Jakob, von dir wird gesagt, dass du die Erniedrigten siehst. Was sagst du? Gestillt wird werden der Hunger der Armen? Daran halte ich mich. Wer im Staub liegt, wird ihn anschauen. Ich kann sie nicht denken, diese Worte, doch halte sie fest. Gib mir die Gabe der Tränen, Gott. Gib mir die Gabe der Sprache. Zerschlage den Hochmut, mach mich einfach. Lass mich Wasser sein, das man trinken kann. Wie kann ich reden, wenn meine Tränen nur für mich sind? Gib, und ich lerne geben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht? Thank you.
Lasst uns beten. Gott, du Allwissende, oft beten, rufen oder schreien wir gar zu dir, wie es schon so viele vor uns getan haben. Wir rufen zu dir und du? Zeitweise antwortest du uns nicht oder wir verstehen deine Antwort nicht und haben das Gefühl, allein zu sein, abgetrennt von dir. Doch du, Gott, der du Mutter und Vater bist, sandest einst deinen geliebten Sohn zu uns auf die Erde und hast ihn zu den Menschen geschickt. Er ging auf sie zu, hörte ihnen zu und nahm sich ihrer bedingungslos an. Gott, manchmal fühlt es sich so an, als seist du fern von uns. Dabei umgibst du alles mit deinem Heiligen Geist. Du wartest liebevoll auf uns und darauf, dass wir erkennen, dass du doch hörst. Gott, Mutter und Vater, Sohn und Heilige Geistkraft. Manchmal antwortest du nicht, aber doch hörst du uns zu. Wenn wir noch schreien, bist du schon da. Lass uns erkennen, wenn andere in ihrer Not zu dir schreien, und hilf uns, uns ihnen zuzuwenden und so eine kleine Antwort zu sein. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist herrscht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Die heutige Lesung steht bei Johannes im 12. Kapitel. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die sich zum Fest in der Stadt aufhielt: Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige und liefen ihm entgegen. Sie riefen: Hosianna, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. So steht es auch in der Heiligen Schrift: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, dein König kommt. Er sitzt auf dem Jungen einer Eselin. Die Jünger von Jesus verstanden das zunächst nicht. Aber als Jesus in seiner Herrlichkeit sichtbar war, erinnerten sie sich daran. Da wurde ihnen bewusst, dass sich diese Stelle in der Heiligen Schrift auf ihn bezog. Denn genau so hatten ihn die Leute empfangen. Die vielen Leute, die dabei gewesen waren, bezeugten: Er hat den Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt. Deshalb kam ihm ja auch die Volksmenge entgegen. Sie alle hatten gehört, dass er dieses Zeichen getan hatte. Aber die Pharisäer sagten zueinander: Da merkt ihr, dass ihr nichts machen könnt. Alle Welt läuft ihm nach. Wir bekennen unseren Glauben mit dem nächsten Lied. Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Schrei des 22. Psalms, liebe Gemeinde, steht im Mittelpunkt. Heute in der beginnenden Karwoche und am Anfang eines neuen Semesters. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Auf der Grenze vom Reden zum Verstummen bewegt sich dieser Mensch. In ihm ringen hoffnungslose Verzweiflung und verzweifelte Hoffnung um Worte. In der Klangcollage zu Beginn des Gottesdienstes haben wir diesen Stimmen, die in ihm miteinander ringen, Ausdruck geben. Die eine Stimme ist die seiner Welterfahrung. Denkbar dunkel und brutal ist das, was er beschreibt. Das Schinden und Quälen, der Spott der Feinde, der ihm widerfährt. Und dazu die Erfahrung des unerträglichen Schweigens Gottes, der nicht antwortet. Und die andere Stimme erinnert an das, was die Vorfahren noch glauben konnten. Du kannst ihm vertrauen, der tut, was er sagt. Da war etwas, das ihnen Halt gegeben hat. Und die Stimme der Alten spricht noch in die Gegenwart hinein. Dazu tritt die Erinnerung an den Urgrund des eigenen Lebens. Ich wurde geboren und in deine Hände gelegt, dichtet Hüb Osterhäus, und Luther noch viel schärfer. Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Gott als Geburtshelfer, als Hebamme. Ihn behaftet der betende Mensch bei seiner Fürsorge, die doch am Anfang stand. Und nun? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Ein Schrei steht im Mittelpunkt, am Beginn dieser Karwoche und am Beginn des neuen Semesters inmitten dieser Zeit. Und es erscheint unvermeidlich, dass sich vor unseren Augen die Bilder der Gewalt und der Zerstörung mit ihm verbinden, die uns täglich aus der Ukraine erreichen. Dass wir reden müssen, versteht sich im Angesicht dessen, was wir hier sehen und hören und was dort geschieht, nicht von selbst. Am liebsten würde ich verstummen, weil die eigenen Worte hohl wirken und in meiner Wut einen ungewohnt militärisch-metallischen Klang bekommen. Manch eine ballt lieber die Faust vor Wut oder möchte wortlos schreien angesichts der Menschenverachtung. Warum, Gott? Fragt der betende Mensch und verstummt nicht und schildert dann in drastischen Bildern die Gewalt, die ihm widerfährt. Sein Schrei ist mehr als ein Aufschrei. Es ist eine Frage, warum? Oder näher am Hebräischen, wozu, Gott? Wohin führt dieser Weg der Gottesferne mein Leben und diese Welt, wenn nicht in den Abgrund? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Der Mensch spricht, und Gott? Die Warum, die Wozu-Frage bleibt im Psalm unbeantwortet. Sie bleibt auch für uns in dieser Zeit unbeantwortet. Sie lässt sich nicht mit dem Hinweis darauf beantworten, dass der Mensch ist, wie er ist, mit seiner Fähigkeit zur abgrundtiefen Bosheit und zum Wahn der Macht. Es gibt keine Antwort vom Himmel herab. Und es fährt keiner zu uns hinunter, um den Kirchenfürsten über den Mund zu fahren, die glauben, Gewalttaten segnen zu können, denn der Krieg sei Gottes heiliger Wille. Mein Gott,
Dieser Schrei markiert die Grenze, an der die Theologie, die Rede von Gott in dieser Welt, sich zwischen Reden und Verstummen bewegt. Denn sie begegnet der unbeantworteten, von uns nicht zu beantwortenden Frage nach dem Wozu unserer Welterfahrung. Es gibt keine einfache Antwort, oder besser, einfach keine Antwort auf dieses einsame Fragen. Nur die Versuche zu deuten und zu verstehen, was uns widerfährt, und über diese Zeit hinaus zu hoffen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Der Schrei ist nicht nur der Schrei eines Menschen. Es ist der Schrei einer Menschheit, die Grauen erlebt und mit ansieht. Psalmen sind für diese Menschheit Sprachräume des Betens geworden. Sie ermöglichen das, was Luther als das Herz öffnen und den Grund herausschütten beschreibt. Denn am Grunde des Herzens sammelt sich das, was der Kopf nicht fassen und nicht begreifen kann. Auch der gekreuzigte Jesus von Nazareth findet in diesem Psalm, in der Erzählung des Evangelisten Markus, seine letzten Worte, seinen Schrei auf der Grenze vom Reden zum Verstummen. Was geschieht aber in diesem Sprachraum des Gebets? Von der humanisierenden Kraft der Klagepsalmen hat der römisch-katholische Alttestamentler Erich Zenger gesprochen. Davon, dass diese Psalmen dem Geschehen zwischen den Menschen nicht freien Lauf lassen, sondern einen dritten, eine, die die Kreisläufe von Gewalt und Gegengewalt unterbricht, ins Gebet nehmen. Sie öffnen das verschlossene Ich. Sie bringen das, was sich am Grund seines Herzens gesammelt hat und gärt, zur Sprache. Die verbitterte blinde Wut, die Rachefantasien. All das wird gewissermaßen freigesetzt und abgetreten. Und es mag an die Stelle treten, was am Anfang stand. Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen. Am Anfang steht die Humanität. Der Dienst Gottes am Menschen und der Dienst des Menschen am Menschen. Im Sinnbild Gottes als Hebamme, die dem Leben dient. Ein Schrei steht im Mittelpunkt, heute in der beginnenden Karwoche und am Anfang eines neuen Semesters. Ein Schrei, in dem unsere Lage, die Lage vieler Menschen in dieser Zeit, zur Sprache kommt. Ein Protest für das Leben. Und zugleich ein Aufruf zur Bewahrung der Humanität unter uns. Eine Humanität, die auch durch eine wissenschaftliche Kultur gepflegt wird, in der das Miteinanderreden gepflegt wird, in der abweichende Meinungen im freien Diskurs verhandelt werden und die sich gerade jetzt nicht in ideologische Grabenkämpfe begeben darf oder den Anspruch erheben kann, feste Überzeugungen zu produzieren. Eine Humanität, die vor allem auch im täglichen Miteinander mit Leben gefüllt werden muss. Gib mir die Gabe der Tränen, Gott. Gib mir die Gabe der Sprache, schreibt Dorothee Sölle. Reinige mich vom Verschweigen. Gib mir Wörter, den neben mir zu erreichen. Wir müssen reden. In dieser Zeit, in diesem Semester. Miteinander. Mit denen, die anders und uns fremd sind, in ihren Überzeugungen, in ihrer Weltsicht und mit Gott. An der Universität, hier in den Gottesdiensten in St. Katharinen und in unserem Alltag. In Gemeinschaft zu schweigen gehört dazu. Aber nicht, um die Dinge tot zu schweigen, sondern um Worte zu finden, die dem Leben dienen. Damit wir nicht sprach- und mutlos werden. Und trotz der offenen Antworten die Ehrlichkeit des Fragens nach Gott bewahren. Dazu helfe uns Gott. Und sein Friede, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Bruder. Amen.
Wir freuen uns, heute hier mit Ihnen und euch gemeinsam in diesem Gottesdienst in der Haupt- und Universitätskirche St. Katharinen in das neue Semester zu starten und nun auch wieder regelmäßig hier zu sein. Dieses Semester, wir haben es eingangs schon gehört, stehen die Gottesdienste unter dem Thema »Wir müssen reden« und beschäftigen sich dabei mit den Psalmen und ihrer Bedeutung und Verwendungsmöglichkeit in der heutigen Zeit. Ein großes Dankeschön möchten wir an dieser Stelle auch an die wunderbare Musik richten. Anders als auf dem Handzettel angekündigt, begrüßen wir und danken wir für die wunderbare Musik an der Orgel Xiaoying Sheng und dem Chor der Universität Hamburg unter der Leitung von Thomas Post für den wunderschönen Gesang. Danke, dass ihr heute da seid und diesen Gottesdienst musikalisch so bereichert. Und natürlich, vielleicht schaut sie gerade zu, bedanken wir uns auch bei Johanna Veit für die Organisation der musikalischen Gestaltung in diesem Semester. Wie Sie wissen, befinden wir uns mittlerweile in der K-Woche. Und so haben Sie in dieser Woche die Möglichkeit, an einer Fülle von Veranstaltungen hier in St. Katharinen teilzunehmen. Da ist zum einen am Karfreitag um 11 Uhr der Gottesdienst mit Abendmahl mit meiner Kollegin Pastorin Caroline Sauer unter dem Titel »Sie sahen das alles«. Abends um 19 Uhr, ebenfalls Karfreitag, eine Johannespassion als Master-Kirchenmusik-Abschlusskonzert von Johanna Veit und Benedikt Woll. Karsamstag um 19 Uhr die Osternacht für den Frieden als Benefizveranstaltung für die Ukraine. Titel: All diese Geschichten. Am Ostersonntag morgens um 7 Uhr der Frühgottesdienst mit meinem Kollegen Pastor Frank Engelbrecht. Titel: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und um 11 Uhr ein Kantatengottesdienst am Ostersonntag mit Hauptpastorin und Pröbstin Dr. Ulrike Moormann unter dem Titel »Drei Frauen, ein Engel und kein Leichnam«. Am Ostermontag um 11 Uhr dann ein Gottesdienst mit Pastorin Caroline Sauer, Titel »Sink Gent«. Und ganz herzlich laden wir Sie natürlich ein zum nächsten Universitätsgottesdienst am 8. Mai, also wieder ein Sonntag, ebenfalls um 18 Uhr, hier in der schönen Kirche St. Katharinen. Predigen wird Professor Dr. Christoph Seibert aus der systematischen Theologie unseres Fachbereichs zu »Denn du bist mein Fels« zwischen Verzweiflung und Vertrauen. Und wenn Sie sich nun fragen, ob Sie diese Ankündigung der Kollekte überhört haben oder ich sie vielleicht vergessen habe, die kommt jetzt. Die heutige Kollekte ist bestimmt für das Aktionsbündnis Queere Nothilfe Ukraine. Queere Menschen sind in der Ukraine zurzeit in besonderer Weise in Gefahr. Zahlreiche Organisationen aus der LGBTQI-Community in Deutschland haben sich daher im Bündnis zusammengeschlossen. Mit einer Petition fordern sie die Bundesregierung auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um gefährdeten Menschen aus der Ukraine Schutz zu gewähren, und zwar Menschen mit und ohne ukrainische Staatsangehörigkeit und insbesondere LGBTQI, die in der EU bzw. nach Deutschland flüchten wollen. Zugleich hat das Bündnis eine Spendenaktion gestartet, um die dringende, notwendige Versorgung queerer Menschen in der Ukraine sowie Evakuierung zu unterstützen. Allen Geberinnen und Gebern sei an dieser Stelle schon jetzt ganz herzlich gedankt. Wir beten. Gott, wir müssen reden, doch mir fehlen die Worte. Wie soll ich Sprache finden für die Bilder von Krieg, Tod und Zerstörung? Wie soll ich angesichts des Leides etwas anderes sagen können als: Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Du bist selbst Mensch geworden. Du selbst hast die Schmerzen der Menschheit ertragen. Du selbst hast das Leid gespürt, den Krieg gesehen, die Sprachlosigkeit erlebt. Deswegen bitte ich dich, nicht um Worte, die Krieg beschreiben, sondern um Worte, die Frieden herbeibringen. Sei bei den Menschen, die jetzt gerade diese Kraft brauchen. Sei bei den PolitikerInnen, sei bei den Helfenden, sei bei denen auf der Flucht. Gebe ihnen allen eine Stimme, um Hilfe zu bitten, um Frieden zu schaffen. Zu dir rufen wir. Wir müssen reden, Gott, denn wir denken an die Menschen unter uns, deren Stimmen überhört werden, an die Kinder, denen Lebensmöglichkeiten durch Armut genommen werden, an die älteren Menschen, die in der Zeit der Pandemie ihre Zuversicht verloren haben und sich zurückgezogen haben. Hilf uns, Ängste zu überwinden und neue Hoffnung zu schöpfen. Zu dir rufen wir. Gott, wir müssen reden, wenn uns das Wort verboten wird. Wir müssen schweigen. Wir müssen schreien, wenn wir zum Schweigen aufgefordert werden. Gott, gerade in Amerika, aber auch in vielen anderen Ländern wird zum Schweigen aufgerufen. Es werden Gesetze erlassen, damit Lehrende nicht mehr über Vielfalt, sexuelle Orientierung und Genderidentität sprechen dürfen. Sei bei den Lehrenden in den USA, dass sie Worte finden, über die Vielfalt deiner Schöpfung reden zu können. Sei bei den SchülerInnen, leite sie, dass sie aufgeklärt werden, dass sie sich nicht bei dir zu fürchten brauchen. Sei bei den Menschen, die diese Gesetze erlassen. Lass sie merken, dass doch eben dein höchstes Gebot das der Liebe ist. Nehme ihnen die Angst und den Hass. Gott, ich bitte dich, dass du bei den Kindern bist, dass du uns einen sicheren Platz gibst, wo wir frei sein können, wo wir so sein können, wie du uns geschaffen hast. Zu dir rufen wir. Wir müssen reden, Gott, denn wir sehen das Leid deiner ganzen Schöpfung. Wir sehen den Mangel an Wasser und das Verschwinden der Arten. Schenke uns einen weisen Blick auf die Schönheit und Zerbrechlichkeit des Lebens in seiner Vielfalt. Gib uns Achtung vor allem, was mit uns existiert. Hilf uns, Wege zu finden, die dem Leben dienen. Zu dir rufen wir. Dir, barmherziger Gott, vertrauen wir unsere Worte an. Sprich zu uns dein menschenfreundliches Wort, damit wir befreit leben können. Heute, alle Tage und in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Beten mit Jesu Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht in diese Zeit unter dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.